So abgelenkt kann ich nicht arbeiten. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Ach, du warst das. Also ist im Vergleich zum Vorher-Modell besser. Sie gleich. Gleich? Nee, ich will jetzt. Gut, Sie wiederzusehen, Sir. Ja, ja, aber ich will jetzt. Ich hoffe, Sie berichten Gutes, Sir. Nein, aber ich will jetzt. Jetzt! Dann gehe ich halt einfach. Jetzt. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Du bist mit mir gereist? Wann das denn? Wer bist du denn? Darf ich jetzt pokern? Hallo, mein Herr. Die Kaiserin und Lady Emily werden erfreut über ihre Rückkehr sein, kaiserlicher Schutzherr. Lady Emily? Das Mädel ist 8. Wenn überhaupt. Bärtsch. Bärtsch, vor allem. Ich mach ein Table Dance. Machst du mit? Oh Gott, ey. Ich bring ein gutes Gameplay. Yay, wir haben Autos. Okay. Kennst du meine Nichte Callista? Sie wird mit jedem Jahr hübscher. Tja. Die Wache liegt mir mehr. Ich bin kein Diplomat. Tja. Seltsam, Wale vor Whitecliff. Zu früh für diese Jahreszeit. Tja. Hoffentlich war unsere Rückkehr kein Fehler. Die Seuche wird immer schlimmer. Tja. Okay, die Seuche wird schlimmer. Woher weißt du das denn jetzt schon? Sie sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Mutter, Corvo ist wieder da. Biatsch. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ja, siehst du mal. Mein Freund und Kupferstecher. Kaiserlicher Schutzherr, die Kaiserin wird entzückt sein, Sie zu sehen. Ja, glaube ich auch. Wie ich hörte, wollen die anderen Inseln uns nicht helfen. Warum ich sie überhaupt dazu gebracht habe, sie zu schicken? Was? Was? Das darf man nicht? Du hast ein Schwerverbrechen begangen? Ich bin dem Mann auf den Kopf gesprungen. Auf den Kopf. Das ist hier in Deutschland. In Deutschland wird das als, ja gut, als sexual, ja, sexueller Missbrauch, aber es ist so kein Schwerverbrechen. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß hier wieder machen, oder was? Tatsächlich. Ja, nee. Ich folge dir jetzt nicht, ich lauf vor. Ja, nee, ich bin schneller als du. Ich bin auch erwachsen. Ich bin voll krass. Warum soll ich denn machen? Mach du doch. So, wir gehen jetzt einfach durch. Bläbläbläblä. Hallo, überspringen. Achso, F gedrückt halten. Okay. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß. Hallo. Hallo, mein Herr. Hallo. Die Menschen sind krank. Oh, die Verbrecher. Emily ist noch nicht da. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Ah, gut, jetzt ist sie da. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Oh Mann. Mutter, Corvo ist wieder da. Yay. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen. Ich bin so toll. Nur weil ich ihm auf den Kopf gesprungen bin. Komm. Komm, geh weg. Corvo. 2 Tage zu früh. Geh weg. Überraschungen, wie immer. Geh weg. Komm, ey. Den Scheißkopf mach ich noch kaputt, du. Meine Güte. So, Wind doch. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Nee, also, nee, der Wind riecht auf jeden Fall nicht sehr günstig. Nö. Den gebe ich jetzt den werten Herrn hier unten. Oder auch nicht, gut. Gebe ich den Brief halt der. So, hier. Corvo, wenn du Mutter nicht heiratest, heiratest du dann mich? Komm. Hier. Ein Brief.
Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Tja. Wir sind am Ende. Na, Moment mal. Ich speichere lieber nochmal. Wo jetzt irgendwie ein Scheiße passiert oder was weiß ich. Ja, ich musste das Spiel auch nochmal neu starten. Aufnahmeuhrzeiten. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob... Hui! Genau das wollte ich ausprobieren. Wow! Across the map. Nicht across the map, auch under the map. Okay, ihr bemerkt schon, ich baue verdammt viel Scheiß um so eine Uhrzeit. Meine lieben Damen und Herren, endlich wieder daheim. Ja, tatsächlich. Das würde ich lieben gerne jetzt schon mal sagen. Ja, ja, Feiglinge. Hast du das gehört? Ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Ja. Wo ist die Wache? Wache? Wer hat sie weggeschickt? Wache? Mutter, sie? Niemand. Also was ich nicht. Die auf dem Dach? Was? Dach? Emily, hierher. Wo ist sie weg? Wie? Was? Wie? Für einen Angriff mit rechts oder einen für einen links oder Kraft bei. Okay. Ah, zieh! Okay, gedrückt, um Schwerthiebe zu blockieren. Ah, kommen Sie her! Wo ist er denn? Verdammt, die... Mir fällt gerade auf, dass es verkehrt rum ist. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Was? Wo? Nein! Hilfe! Ich kann nichts tun. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ah, bloody screen. Nein. Alles fällt auseinander. Ich sieh's. Ja, nein, leider nicht. Das ist, ich bin nicht sehr intelligent. Der Ordensschütze, seht, was er getan hat. Ich? Ja, er hat die Kaiserin getötet. Pistole? Schwert? Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter, welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Nein, 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 nein. Au, aua. Ah, jetzt. Dishonored. Trademark. Nein, mir ist gerade so aufgefallen. Also, dieses Szenario... Ach, nee, komm. Ich lasse es. Ich gehe damit auf den Nerven. Aber, nee, komm, ich sag's doch. Das, erstmal muss ich jetzt lesen. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge... Sagen wir einfach mal, das wird so ausgesprochen, verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Und was ich noch erwähnen wollte, war, Cora, Corvo, bemerkt ihr was? Okay, das, oh Gott, ich bin so abhängig von dieser Serie. Ich habe die extra für den Urlaub runtergeladen. Illegal, ausnahmsweise mal. Meine Güte. Nee, das überspringe ich jetzt nicht, ich wollte gerade überspringen drücken, aber... Aber das muss ich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Aua. Aua. Warum? Das reicht jetzt. Ja, finde ich aber auch. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Nee, ich kann ja gar nichts gestehen. Das ist ja das Problem. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Jo. Ja, Sie Ärmster. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Ach. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut. Ach. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Ach. Jemand müsste der Sündenbock sein. Ihr wart das. Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle.
Ihr wart das. Ha. Ja, na dann werden wir jetzt mal den H für Hubert rausholen und Leute töten. Ich mag nichts essen. Ich trainiere lieber. Ach, warte! Die Viecher sind tödlich. Ah. Ah. Okay. Das ist Brot. Nom nom nom. Nachricht? Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Okay, eine Rebellion. Beziehungsweise jemand, der an uns glaubt. Sag mir doch nochmal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen. Verzieh dich! Hm. Okay. Wir haben eine Waffe. Das macht mich schon mal glücklich. Warte mal, was? Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschlachten, indem du drückst. Oder du schleichst dich von hinten an und hältst STRG gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Tja, sind wir jetzt liebe Menschen oder sind wir böse? Die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Was lieb. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir. Wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier... Ich glaube, er hat's gehört. Den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Wurden wir jetzt gehört? Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Vielleicht sieht man uns ja dadurch nicht. Weil der werte Herr guckt gerade doch verdammt gut auf uns. Ha! Nicht so schnell! Verdammt, ziehen die viel ab. Ja, einfach laufen. Nein! Ah. Verdammt! What the fuck? Ich glaube... Ja, ich bin fast tot. Trölt? Machten hier komische Geräusche. Ah, hier hoch. Ah. Okay, er um Gesundheitselixier. Das muss ich jetzt auch schon direkt machen. Super. Okay. Ah, okay, die heilen also auch nochmal hoch. Ich nehme einfach ein bisschen was hier mit und alles noch. Zum Beispiel das Geld hier. Das ist hier schon mal... ja, ist eigentlich ganz gut, ne? Und natürlich das Essen. Oh! Das ist schon mehr nach meinem Geschmack, du. Das ist schon mehr nach meinem... Verdammt, genau das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte nämlich nachladen. Ja, natürlich, wenn man zu doof ist, um so etwas leicht zu... Moment mal. Ah, okay. Hier kann man durch ein Schlüsselloch gucken, das ist natürlich gut. Dadurch kann man natürlich dann etwas vorsichtiger vorgehen.
Nein, eben nicht.